Freie Liste nimmt einen neuen Anlauf. Am Montag hat sie eine parlamentarische Initiative eingereicht, um die Mindestertragssteuer um 800 Franken zu erhöhen. Man brauche Geld, und zwar dringend, so die Begründung. Unterschrieben haben die Initiative Telin Kunze Pargetze, der Thomas Lageder und der Wolfgang Marxer. Wir probieren die Erhöhung der Mindestertragssteuer jetzt nochmal in den Landtag zu bringen mittels einer Initiative, weil durch das, dass jetzt etliche Millionen beim DBA von der Schweizer Grenzgänger fehlen, wird die Erhöhung dringend notwendig und es spielt auch gar keine Rolle, was die Regierung noch rausbringt bei der Erhebung von den Zahlen, die auf den Herbst angekündigt sind. Faktisch, Geld fehlt. Faktisch, wir wollen, dass es nicht beim Mittelstand geholt wird, sondern bei den Stiftungen. Köstliche Tomaten, schöne Blumengesticker, Pasteleien und noch einen Haufen Mehlleckereien gibt es jeden Dienstagvormittag auf dem Schaner Wochenmarkt. Bestseller sind die Spargel und noch kommen jetzt dann die Erdbeeren natürlich, wo wir sehr viel haben und sehr feine. Die beste Produkte, was ich kaufe, ich mag selber, ich kaufe die Oliven im Wasser. Ja, dann nehme ich das Wasser raus und mache selber Gewürze. Und sind die beste Oliven, was ich kaufe. Und die Leute kommen jede Woche nur zu den Oliven zu kaufen. Schan ist sehr gut. Also, wir haben sehr super Kunden, die jedes Jahr kommen, treu sind. Und also Schan ist sehr begehrt. Erfahrungen sammeln. Das ist so und so für junge, talentierte Musiker. Das kennt die jungen Künstler aus der Region im Rahmen der Konzertreihe Podium. Dort kann sie ihres Können vor Publikum zeigen. Man lernt ja andere Musiker auch kennen, die die nächsten Podiumskonzerte haben. Und es ist natürlich eine fantastische Umgebung hier zu spielen, toller Saal. Und es werden einem halt viele Möglichkeiten geboten, hier aufzutreten und gutes Publikum. Ja, sehr toll.